Ja, hallo, ich begrüße euch zum nächsten Talk hier im Open Hub. Eine Frage vorweg, wer ist denn Bahnfahrer unter den Gästen hier? Okay, quasi alle. Wer ist viel Bahnfahrer? Okay, so ein Drittel. Und wer ist so richtig viel Bahnfahrer, so täglich? Ja, noch immer 10% oder so. Gut. Wie zufrieden seid ihr mit den Auskünften, die ihr so aus den offiziellen Quellen der Bahn bekommt? Mehr so abwartend. Okay. Dann, ja genau. Marudor hat sich dem Problem mal ein bisschen angenommen, hat sich auf lange Datenreisen im Nah- und Fernverkehr der Bahn begeben, um mal zu schauen, was man aus diesen APIs, die die Bahn da so öffentlich, semi-öffentlich und vielleicht nicht öffentlich rumliegen hat, doch mal vernünftige Infos rausziehen kann und gesehen, dass man eigentlich alle Infos, die man so haben will, aus den APIs der Bahn rauskriegt, auch wenn die Bahn das gar nicht weiß oder nicht glaubt, dass das so ist. Um jetzt nicht alles wegzuerzählen, Marudor, dein Talk. Ja, danke Telegnom. Ja, also um den Einruf vorwegzunehmen, nein, Marudor.de ist nicht offiziell, das hat dann ja Haftungsgründe, da bin ich schön raus. Das ist auch gut so. Genau, also sagt er ja schon, marudor.de, das ist quasi meine Website. Was ihr da findet, sind Abfahrtsdaten und Informationen über Züge, die an bestimmten Bahnhöfen abfahren. Dafür braucht man recht viel. Und das gucken wir uns einfach mal nach und nach an. Also was braucht man alles, um sowas bereitzustellen? Und dann auch, wo kriegen wir das her? Wie ist die Qualität von den Daten? Und finden wir da vielleicht auch Dinge, die die Bahn gar nicht zugibt oder sagt, dass sie die hat? Also das gucken wir mal raus. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie weit ich komme. Ich werde versuchen, relativ schnell durchzugehen, weil ich wenig Zeit habe und viel Content. Gucken wir mal. Aber fangen wir mal an, was brauchen wir denn? Also was für Daten aggregiere ich da auf dieser Seite? Fangen wir mal mit Stationsdaten. Also ich muss ja irgendwie wissen, welche Bahnhöfe gibt es, wie heißen die und vor allem auch so Autocomplete ist immer ganz nett, damit ihr nicht den kompletten Namen wissen müsst. Und wie heißen die eigentlich? Das wird auch noch relevant. Naja, dann natürlich Abfahrts- und Ankunftsdaten, möglich in Echtzeit, möglichst schnell aktualisiert und möglichst genau. Also vor allem auch genaue Gründe, warum, sind immer ganz nett, damit man schon weiß, ah, plus 20 Personen im Gleis, naja, das könnte noch mehr werden, das dauert halt manchmal. Wagenreihung, ist ganz nett zu wissen, wo man im Bahnhof stehen muss, um seinen Platz zu bekommen. Oder wenn man Vielfahrer ist, auch einfach, wo sind die Komfortplätze, damit ich da möglichst direkt an der Tür stehe und mir den schnappen kann, bevor der Rest rankommt. Und auch, naja, abweichende Wagenreihung ist ja teilweise mehr so Standard bei manchen Strecken. Wäre auch ganz geil, das vorher zu wissen. Naja, Auslastungsprognose, gerade wenn man so eine Bahncard 100 hat und flexibel ist. Naja, wenn man einen Zug hat, der quasi ausgebucht ist und einen anderen, der quasi keiner nimmt, welchen nimmt man dann wohl bei ähnlicher Fahrzeit? Wäre auch ganz gut zu wissen. Dann noch Routen, das wäre auch noch ganz nett, damit man auch weiß, wo man eigentlich lang muss und wie man da lang kommt und was da so fährt. Das habe ich hier jetzt tatsächlich nicht betrachtet, weil das wäre noch mal mindestens genauso lange. Also vielleicht habt ihr es gehört, die Bahn macht doch jetzt Open Data. Also eigentlich müsste ich doch jetzt eigentlich auf dieses Open Data Portal gehen, mir diese APIs angucken und alles finden. Das haben sie ja schon sehr oft sehr großzügig gesagt, so wir machen das jetzt, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ja, aber gucken wir uns mal an, wieso ich da jetzt so ein Aber sage. Fangen wir mit den Stationsdaten an. Also wie bekomme ich raus, welche Stationen es gibt? Und vielleicht noch ein paar Zusatzinfos, je nachdem. Gucken wir uns mal ein paar Sachen an. Was gibt es denn da? Ich habe hier so zwei Haltestellendaten und Stationsdaten. Da ist die Bahn nicht einheitlich. Was ist eine Haltestelle? Was ist eine Station? Das ist die Bahn sich selber nicht sicher. Das wird manchmal so bezeichnet. In dem Fall handelt es sich einfach um zwei CSVs, die man runterladen kann. Dann hat man eine Liste. Was gibt es noch? Es gibt die sogenannte STADA, das sind Stationsdaten, das ist eine API. Da kann ich einen String gegenwerfen und zurück kommt eine Liste an Stationen. Dann gibt es HAFAS. Das HAFAS ist ein sehr, sehr großes System, das macht quasi alles. Das hat auch ungefähr 35.000 verschiedene Arten, wie man es anspricht. Es wäre schön, wenn die einheitlich wären. Oder ähnlich sind sie nicht.
Das jetzt ist ajax-getstop.exe, wenn ihr das mal in eurem Browser gesehen habt. Das ist das, was bahn.de macht. Und mgate ist das, was Mobildinge machen. Dann gibt es OpenDB. Das ist die erste Open-Data-API, die Bahn hatte für Stationsdaten. Dann haben wir Timetable. Die gibt es auch an verschiedenen Arten. Einmal auf einer Non-CD-Iris-Domain und einmal von OpenDB. Dann gibt es Favendo. Also habe ich jetzt ja schön viel Auswahl und eigentlich ist das ja kein schwieriges Problem. Also die Bahn wird ja wissen, welche Bahnhöfe sie hat. Station Service, so, das ist deren Job. Ja, das tun sie auch, also das muss man denen lassen, das wissen sie. Aber das sagen sie nicht jeder API oder jedem Datengrundlage. Die haben alle eine andere Datengrundlage. Gucken wir mal ein bisschen drauf, wo ich die jetzt genau her habe und was es da so gibt und was vielleicht für Besonderheiten da sind. Fangen wir mal an mit den Haltestellendaten. Kommt direkt vom OpenDB-Portal, kennt tatsächlich als einer der wenigen alle deutsche Bahnhöfe, also auch die, wo kein deutscher Bahnzug hält und auch noch nie gehalten hat. Tauber Bischofsheim ist so ein Beispiel, da hält halt eine Privatbahn. Viele APIs kennen diesen Bahnhof nicht. Dieses CSV hat sie. Aktualisiert sich laut Angabe einmal im Jahr. Realistisch, ich glaube letztes Mal 2016. Deswegen findet man da zum Beispiel Bonn-UN-Campus nicht drin. Der Bahnhof existiert seit dem 1.11.2017. Gibt es halt da drin nicht. Naja, aber hier jetzt, Stationsdata, das könnte doch helfen. Ja, kennt auch alle Bahnhöfe. Wird tatsächlich etwa einmal im Jahr aktualisiert, manchmal sogar öfter. Hat aber nicht die IDs, die du brauchst, um mit den anderen APIs zu reden. Das Einzige, was man bekommt, ist sogenanntes DS100. Die ganzen anderen APIs können damit manchmal, manchmal nicht. Eigentlich gibt es die sogenannte EVA-ID, die man haben möchte, oder EXT-ID. Das ist auch wieder, je nachdem, wo man fragt, heißt dieses Ding anders. Das ist aber das, was man haben möchte, weil die wird zur Abrechnung benutzt intern. Die ist gut. Abrechnen können die nämlich. Findet man aber in dem aktualisierten Datensatz nicht, nur in dem alten. Nicht so geil. Gucken wir mal den Rest an. Ich habe ja noch ein paar Alternativen. Wir haben da diese STADA-API. Die kennt nur deutsche Bahnhöfe, aber kann man ja mal mitarbeiten, aber halt nicht alle. Tauber Bischofsheim existiert dort nicht. Warum existiert es nicht in der API, wenn Sie ein CSV generieren können, wo das drin steht? Und dieses CSV hat etwa die gleichen Daten wie das Ding. Der Unterschied ist, dass hier, also ich habe hier gesagt, gibt Bahnhofsinfos. Man kriegt sehr, sehr genaue Infos über einen Bahnhof hier drin. Man kriegt so Sachen wie, hat es eine DB-Lounge, gibt es Wi-Fi, hat es ein Reisezentrum, wer ist der Auftraggeber des Bahnhofs, wie ist die Adresse, kann man einen PKW dort parken, kann man ein Fahrrad dort parken, hat es einen Taxistand, hat es eine Bahnhofsmission und. Also alle Merkmale, die so ein Bahnhof haben kann, kriegt man hier gelistet. Schön, brauche ich gar nicht gerade. Mir reicht ja eigentlich diese ID, weil ich will damit ja eigentlich nur weiterarbeiten, aber naja, vielleicht für andere Projekte ganz praktisch. Aber dann wäre es halt auch gut, wenn Sie alle Bahnhöfe haben. Naja, dann haben wir OpenDB, das ist halt das erste Open-Data-Projekt. Da braucht man einen API-Token und das war halt mal für einen DB-Hackathon in Frankfurt im 03/16 gedacht. Das kennt erstaunlicherweise auch Bahnhöfe im Ausland, also so Basel-SBB. Kennt es. Wieso können die anderen das nicht? Das wäre nett, weil auch da fahren Züge, die in Deutschland fahren. Und man würde vielleicht gern wissen, wie die Verspätung ist in Basel-SBB, wenn man da mal hinfährt. Und dann einen Zug nimmt, der halt von der Deutschen Bahn ist. Also ich erwarte ja noch nicht mal, dass sie irgendwie Bahnhöfe kennen, wo kein deutscher Zug mehr fährt. Aber zum Beispiel Paris kennt das Ding auch, weil da fahren die TGVs und der ICE nach Paris. Diese findet man dann auch in Abfahrtsdaten wieder, weil die Bahn kennt ihre Züge. Muss sie ja irgendwie. Sagt es einem halt nur nicht immer. Ja, und auch hier wieder das Problem, kennt halt auch nicht alle in Deutschland. Also irgendwie haben die das noch nicht ganz raus mit ihren Daten. Außerdem ist das Ding inzwischen Legacy, also es wird nicht aktualisiert, deswegen ist Bonn-UN-Campus nicht da, weil die API ist ja von 03/16. Auch immer noch meh. So, HFAS, sagte ich ja, kann ultra viel, ist halt der DB-Navigator der Bahn, kennt wirklich alles und kennt aber leider auch alle Busstationen und sonst was. Und die Möglichkeit zu filtern gibt es prinzipiell im HFAS, aber nicht in der DB-Variante. Die kann das halt nicht. Nicht so gut. Hier gibt es inzwischen eine OpenDB-Variante. Hier zieht sich aber das durch, was es immer bei OpenDB gibt. Das ist quasi das Gleiche in weniger Features und langsamer. Und meistens auch noch rate-limited. Also das hier tatsächlich nicht, aber in der Regel sind die auch noch rate-limited und zwar teilweise so sehr, dass sie nicht benutzbar sind. Meh.
Jetzt kommen wir eigentlich zu der API, die die Datengrundsätze sehr gut ist. Die kennt nämlich alles, wo ein deutscher Zug hält, weil das ist die Stationssuche zu meiner Abfahrtssuche. Geil. Ja, außer, dass du halt immer nur ein Resultat zurückbekommst. Also man kann Hamburg suchen, dann kriegt man halt Hamburg-Altona, weil das ist der erste Hamburger Bahnhof. Die anderen kriegt man halt nicht. Wenn man Hamburg Hauptbahnhof findet, kriegt man auch, sucht, findet man auch Hamburg Hauptbahnhof. Hilft einem aber nicht so wirklich in einem Autocomplete, sondern mehr so, ich habe einen String und möchte diesen Bahnhof verifizieren, dass es den gibt. Ja, und die OpenDB-Variante davon ist so gerate-limited, dass man die eh nicht wirklich benutzen kann. Außerdem misst sie nur halb so schnell. Naja, dann gibt es Favendo. Das ist immer noch erstaunlich, wie sie, Favendo ist die Domain, wo es das hergibt. Das ist die Bahnhof-Live-App benutzt die. Das ist die erste, die diese Bahnhöfe korrekt sortiert. Also somit ist das ein großer Bahnhof, fahren da viele Leute und Hamburg Hauptbahnhof ist dann plötzlich vorne, wenn man Hamburg sucht und nicht Altona. Altona hat ja zwar auch viele Bahnhöfe, aber es ist halt einfach oben, weil es mit A anfängt. Also viele Hafers zum Beispiel ist sehr alphabetisch sortiert. Meistens. Immer mal wieder hat man einen Bahnhof dazwischen, wo man sich denkt, wieso ist da jetzt ein dieser Buchstabe ND dazwischen, obwohl ich erst bei B war und dann geht das wieder alphabetisch weiter. Sie würfeln vielleicht. Müsste man wahrscheinlich Hakon fragen, also das ist der Hersteller vom Hafers. Oder die DB hat irgendwelche Eigenheiten, weiß ich jetzt auch nicht genau. So, aber jetzt haben wir ganz viele APIs, man könnte ja zumindest einige davon verbinden und mit Glück findet man dann etwas, also kann man, wenn man zwei davon abfragt, irgendwie alles abdecken. Ja, das, jetzt gucken wir uns aber mal an, was da für Schreibweisen rauskommen. Also Beispiel Frankfurt. Wie heißt Frankfurt? Wir gucken uns jetzt mehrere Stationen an und ich gucke mir immer den Teil von Frankfurt an. Also wie wurde Frankfurt dann gemacht? Eine Schreibweise ist diese hier, Frankfurt M. Dann gibt es Frankfurt Main. Dann gibt es Frankfurt Main, aber ohne Leerzeichen. Also ohne Leerzeichen bedeutet, die Station heißt dann zum Beispiel Frankfurt Main Hauptbahnhof ohne Leerzeichen. Die gleiche Station in einer anderen API heißt dann Frankfurt Hauptbahnhof mit Leerzeichen. Dann gibt es die hier. Und gerade das Hafers macht sowas sehr gerne. Das ist dann technisch gesehen eine Metastation und bezeichnet komplett Frankfurt. Also er gibt dir dann irgendeinen Frankfurter Bahnhof, weil du wolltest halt in Frankfurt los. Und außerdem sind die nicht konsistent. Also es ist nicht so, dass jedes dieser Beispiele aus einer API war. Nein, die gleiche API gibt manchmal Frankfurt Main für eine Station und eine andere, irgendwie Frankfurt Stadion, heißt dann Frankfurt Main ohne Leerzeichen, während der Hauptbahnhof mit Leerzeichen ist. Und dann fragt man eine andere API und da ist das dann wieder andersrum. Da haben die plötzlich alle Leerzeichen. Das ist nicht intuitiv und ich verstehe nicht, wieso. Also, ja, wenn ihr Ideen habt, können wir da nachher mal drüber reden. Aber ich glaube, am Ende kommt wahrscheinlich eh keiner auf die Lösung, weil es so abstrus sein wird. Es muss abstrus sein. Aber naja. Naja, das sind jetzt Stationsdaten. Abfahrtsdaten. Das ist ja eigentlich das, warum Maro.de, was ja auf einem anderen Projekt aufgebaut hat, existiert. Ich wollte halt einfach genauer wissen, wo. Also das kommt natürlich noch, tatsächlich noch aus Zeiten Maro.de, wo die Bahn in all ihren Informationsquellen immer auf 5 Minuten gerundet hat. Das fand ich halt immer doof, weil gerade wenn sie nicht so schnell sind im Aktualisieren, das sieht man, wenn man am Gleis steht, dann ist halt ungefähr 10 Minuten auch manchmal 19. Ist irgendwie nicht wirklich das, was ich wissen will dann. Also 10 Minuten hilft mir halt dann nicht so. Was gibt's denn da? Natürlich gibt es eine Hafers-API. Auch die kann ich sagen, Hamburg Hauptbahnhof, gib mir mal alle Abfahrten. Die hat dann die DB-Navigator-Quellen in, das heißt, die inzwischen sind die Verspätungen minutengenau, aber nicht immer so schnell aktualisiert. Und Gründe sind dann auch eher spärlich. Also die haben so ein paar Gründe, die sie immer mal wieder anzeigen, aber ganz viele sagen sie nicht. Und naja, Quality-of-Service-Meldungen findet man da sehr selten. Also sowas wie WLAN-Defekt. Dafür hat die Bahn eine Meldung. Kriegt man manchmal auch im Navigator angezeigt. Meistens aber nicht. Naja, ansonsten kann die halt so Verkehrsmittel filtern und Unwichtiges, das meine ich halt irgendwie so, WLAN-Defekt ist wohl manchmal nicht wichtig für die, sonst würden sie es ja dran schreiben, weil ich weiß ja, dass sie das wissen, sonst würde ich ja nicht an einer anderen Bahnquelle an diese Information kommen. Also müssten sie das ja nur zusammenführen. Ja, gibt es halt auch als OpenDB-Variante, dann kann man halt nicht mehr filtern. Und natürlich ist es langsamer. Aber immerhin nicht gerate-limited, also immerhin etwas.
Naja, wobei, wenn man einfach die DB-Navigator-API anspricht, ist die natürlich auch nicht gerate-limited. Das ist so mein Trick. Einfach immer das Proprietäre ansprechen. Das ist teilweise identisch zu dem, was Sie in Open Data beschreiben, nur halt schneller und nicht gerate-limited. So, ja, dann Timetable, da wo es die schöne Stationssuche zu gibt, die leider nur einen gibt. Das kommt aus Bahnhofswebtafeln. Das ist das, was Sie in der DB-Lounge in der Regel anzeigen. Das ist die API, die dafür benutzt wird. Das ist sehr weirdes XML. Keine Doku natürlich. Aber naja, also da haben Leute sich sehr viel Mühe gegeben. Deswegen kriegt man da sehr detaillierte Informationen raus. Und vieles davon wissen wir jetzt. Was leider nicht ist, wir wissen, dass es Freitextmeldungen zu einem Zug gibt. Wir wissen aber den Freitext nicht. Der steht nämlich nicht drin. Aber das ist vielleicht auch einfach tatsächlich Absicht, weil da stehen manchmal sehr obskure Dinge drin, wenn der Zugbegleiter Freitext eingibt. Das soll wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht zum Kunden. Das ist auch besser so in der Regel. Sie kodieren da meistens mit Zahlen. In der Regel treffen Sie die richtige. Offensichtlich müssen Sie aber auch diese Zahl eintippen, weil manchmal sieht man dann, dass Sie sich um 10 vertan haben und die 83 eingetragen haben statt der 93 und dann fehlt dem plötzlich ein Wagen, statt dass das Code-Effekt ist oder so. Ist halt manchmal so. So, danke an Derf Null dazu. Der hat, bevor ich damit angefangen bin, habe ich seine API benutzt und die nur anders dargestellt. Inzwischen mache ich das auch selber, aber er hat da sehr viel Arbeit reingesteckt in das Reverse Engineering und wenn ihr den nachher auf dieser Veranstaltung noch seht, bedankt euch mal. Das war viel Arbeit für den. Der sitzt übrigens dort. So. Dann auch davon gibt es inzwischen eine OpenDB-Variante, sagte ich ja. Die ist identisch in der Sache, wie man Abfahrtssachen findet und Stationen. Was sie nicht kann, ist der WingDev-Endpoint. Das heißt, wie Züge, da kriegt man halt gesagt, ob ein Zug zwei Teile hat, die in andere Richtungen fahren. Ist tatsächlich auch irrelevant, wenn man das weiß, wie und wo man sucht, findet man das auch in den anderen Daten. Die braucht man gar nicht. Sie haben das da schon drin stehen. Nur da kann man nochmal ganz explizit nachfragen. Tue ich für meine Seite tatsächlich nicht, weil ich habe die Infos ja schon. Hat immerhin etwas Doku, nicht immer richtig und manchmal nicht, fragt man sich, was sie da referenzieren, weil das gibt es gar nicht mehr. Aber immerhin das, was man dann findet, was sich auf das OpenDB-Variant bezieht, trifft auch auf die proprietäre Iris-Version zu, also auf das Non-CD-Ding. Das ist schon mal gut. Ein bisschen Doku und leider wussten wir davon fast alles schon. Also wir haben uns das mal angeguckt und festgestellt, wirklich was Neues steht da für uns nicht drin. Das vor ein paar Jahren gehabt zu haben, wäre gut. So, also man sieht, da sind sie auch, also da ist die Bahn auch bemüht, irgendwie Open-Data-Dinge zu machen, aber so richtig auch noch nicht. Okay, vielleicht wird das ja beim nächsten Thema, was wir brauchen, besser. Wagenreihung. Wie ist mein Fernverkehrszug gereiht? Also das gibt es momentan als API das meines Wissens nur für Fernverkehrszüge, obwohl Nahverkehrszüge seit neuerem manchmal auch am Gleis Dinge stehen haben. Das gibt es halt nur nicht in der API. Ich glaube, das ist dann auch sehr verkehrsverbund- und bahnhofsabhängig. Das wird noch viel komplizierter, wenn Sie das irgendwann mal haben, wenn Sie das schon nicht auf die Reihe kriegen. Weil das ist die Wagenreihungs-API, kommt aus dem DB-Navigator. Wer die schon mal benutzt hat, wir gucken jetzt mal ein paar Features davon an. Zum Beispiel, der kann nur ICE-Reihungen, weil für ICs kann man da nicht draufklicken. Der hat halt nie eine ICE-Reihung. Stimmt nicht, er hat auch ICE-Reihungen. Die App zeigt das nur nicht. Also da muss man sagen, die sind auch offiziell halt noch experimentell. Die wissen das. Da fehlen auch manchmal Dinge, aber manchmal sind sie einfach on point und man kann tatsächlich auch wissen, ob sie on point sind, daran, wenn man Wagenordnungsnummern hat, also wenn da dran steht, wo Wagen 14 ist zum Beispiel, dann ist das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig. Wenn da keine sind, muss man vorsichtig sein und dann gibt es ein paar Konstellationen, wo man eigentlich schon weiß, ja, das wird nicht stimmen. Also manchmal stehen da Dinge drin, so die Lok ist, also da gibt es drei Steuerfahrzeuge in einem Wagen und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Naja, wie Sie auch immer Sie da drauf kommen, aber das erklärt vielleicht, warum Sie das im Navigator nicht anzeigen, weil denen wohl der Aufwand, wirklich nur das, wo Sie sich sicher sind, zu zeigen, auch irgendwie doof ist scheinbar. Also ich sehe keinen Grund, warum Sie zumindest die, wo Sie Wagenordnungsnummern haben, nicht auch anzeigen, weil die stimmen eigentlich immer.
Naja, als nächstes, man weiß nicht, welcher ICE einfährt. Also man weiß nicht, hat man einen ICE 1, 2, 3 und für Vielfahrer, sehr wichtig, hat man einen Vierer. Weil dann hat man Rückenschmerzen. Naja, okay, das ist vielleicht auch kompliziert, weil das wird jetzt ja schon sehr spezifisch, welcher Zug da einfährt. Nee, wissen Sie, sagen Sie einem nicht. Kann man ohne Probleme rausfinden. Ja, aber wenn man das rausfinden kann, dann weiß man aber nicht, ob das ein Redesign-Zug ist, oder? Also der ICE 3 wird inzwischen redesigned. Mit anderen Worten, der kriegt die scheiß Sitze. Auch den möchte man nicht. Sehr gerne dann, wenn Sie in Doppeltraktion fahren. Wenn man vorher weiß, vorne sind die neuen Sitze, hinten sind die alten, weiß man, man will den weiten Weg laufen und hinten einsteigen. Das lohnt. Ja doch, wissen Sie. Kann man rausfinden, sehr genau und immer on point. Ja, aber dann kann man zumindest, aber also das wird jetzt ja wirklich out of scope sein. Quasi wissen, okay, da kommt jetzt ein Zug und dann kann man vorher draufklicken und sehen, naja, das, so sieht die Inneneinrichtung von dem Ding aus und hier sind die Sitzplätze. Also ich habe jetzt einen Sitzplatz in Wagen 11, Platz 62. Welche Tür nehme ich denn am besten, damit ich nicht im Weg stehe? Wäre ganz gut zu wissen. Ja, haben Sie auch. Sagen Sie einem nicht. Da muss man halt ein paar Datenquellen von denen verbinden, so. Dann geht das auch. Okay, aber also Bahnkomfortlage, Ruheabteil, Kleinkindabteil, alles Dinge, die vielleicht relevant sind für den Reisenden. Also gerade Kleinkind und Abteil ist für Reisende mit Kindern doch recht wichtig, weil dort ist dann meistens Platz für einen Kinderwagen. Das wäre doch gut und das haben sie auch nicht. Also wird das ja sehr schwierig sein. Nee, ist nicht schwierig. Kann man auch einfach so ablesen. Ja, aber also wenn man jetzt am Gleis steht, das Gleis muss doch mehr wissen, weil der Bahnhof muss doch ganz genau wissen, was da jetzt ankommt. Es kann doch nicht sein, dass der nicht weiß, wie dieser Zug jetzt reinfährt, weil die wissen ja auch, wie das Gleis ist und können ja mit denen vorher reden, also die könnten das ja melden. Ja, nee, die API ist besser. Bedankt euch bei Station und Service. Die verlieren diese Reihung öfter mal. Das mag das Personal am Bahnhof auch nicht. Die fluchen auch jedes Mal aufs Neue, weil dann steht da halt auch so ein Service-Mitarbeiter der Bahn, der zum Beispiel eine Person im Rollstuhl zum Zug bringt und die will halt auch an einen bestimmten Wagen. Die kriegt halt gesagt, dieser Zug wird so halten. Dann steht die da mit dem Equipment, ja, und dann ist das halt nicht so. Und dann ist das vielleicht mal an einem Bahnhof wie Hamburg, der halt voll ist. Dann bewegt dieses Riesending mal den halben Bahnsteig entlang. Der kotzt im Strahl. Das wäre echt gut, allein schon für die Mitarbeiter. Aber Station Service verliert das irgendwo. So, und hier nochmal ein kleiner Screenshot, was man rausfinden kann. Offensichtlich sehe ich, dass es Redesign ist. Ich weiß, dass das eine zweite Serie ICE 3 ist. Ich weiß, wohin die fahren. Da sind Piktogramme für bestimmte Dinge. Wäre doch schön, wenn die offiziellen Quellen das auch machen. Die haben die Infos ja. Und also ja, ein paar davon muss man ein bisschen um die Ecke denken, also um zu verdeutlichen, wie genau sie wissen, welcher Zug da lang fährt. Diese Wagenreihungs-API gibt die UIC-Nummer mit. Die ist eindeutig für jeden Wagen. Damit kann man jeden Wagen in tatsächlich Europa identifizieren. Die ist sogar international normiert. Da steht nicht nur so Seriennummer, da steht die Bauart drin, da steht drin, ob das ein deutscher Wagen ist, ob das ein österreichischer Wagen ist, ob der aus der Niederlande ist. Das heißt, sie wissen ganz genau, was da anfährt. Man müsste halt nur mal gucken, was das dann ist und das anzeigen. Für vieles kann man das rausfinden, weil zum Beispiel Baureihen in Deutschland müssen ja zugelassen sein. Also wird es ja ein Register geben, wo drin steht, welche Nummer welche Baureihe ist. Ja, da gibt es eine Wikipedia-Liste. Das ist super. Also habe ich das letztens auch gemacht. Ich bin diese Nummern durchgegangen und habe aufgeschrieben, naja, wenn ich diese vier Zahlen bekomme, dann ist das ein ICE 4. Stimmt, immer. Bräuchte man tatsächlich noch nicht mal. Das mache ich seit kurzem. Diese ICE 3 Anzeigen habe ich aber schon länger. Also da wusste ich das nicht ganz genau, sondern nur 1, 2, 3, 4. Da kann man das an der Konstellation eines Wagens schon rausfinden, weil die sind halt auch unique. Also die Konstellationen, wie diese ICEs zusammengestellt sind, das sind diese Buchstabenkombinationen unten drunter, die sind halt auch unique für jeden ICE. Und auch so Dinge, naja, also wenn das Ding zwei Triebköpfe hat, dann ist das ein ICE 1, weil das ist der einzige mit zwei. Die anderen haben entweder einen oder gar keinen Triebkopf mehr. Da hätte man echt mal drauf kommen können.
vielleicht irgendwann oder so. Also ich habe Twitter, habe mich tatsächlich letztens mit der Bahn bei Twitter gestritten wegen diesem Kleinkindabteil. Da wollte das nämlich jemand wissen. Und sie sagten ganz klar, wissen wir nicht, können wir nicht wissen. Dann habe ich ihnen gesagt, doch. Dann habe ich keine Antwort mehr bekommen. So geht das regelmäßig, wenn ich sage, doch, habt ihr. Sehr gerne kommt auch, wir dürfen nur offizielle Quellen benutzen. Ja, ich habe auch nur offizielle Quellen tatsächlich. Also ich benutze nur Bahn-APIs. Und momentan auch keine internen. Also ich habe da jetzt nicht Insiderwissen tatsächlich. Sondern höchstens welche, die sie nicht an die nicht public gedacht hätten, dass sie jetzt benutzt werden. So, aber wird halt trotzdem. Naja, kommen wir zur Auslastungsprognose. Wie voll ist mein Zug? Das gibt es seit neuestem auch im DB-Navigator. Das gab es, bevor das im DB-Navigator ist, auch schon auf marodor.de. Und zwar, weil es diesen Auslastungsradar gibt. Das war der Vorreiter für die Auslastung. Der braucht halt Zugangsdaten und der war halt exklusiv für die DB gedacht. Und zwar ganz klar für die Mitarbeiter, für Mitarbeiterfahrten, damit die wissen, volle Züge sollen sie halt nicht nehmen. Die sollen doch bitte die leeren Züge nehmen, damit eben die Kunden nicht beeinträchtigt werden, dass sie ihre Personal hin und her fahren müssen. Aber das war sehr Glaskugel. Also falls ihr das mal benutzt habt auf marodor.de zu der Zeit, das hat selten gestimmt. Das war sehr geraten. Naja, dann gibt es jetzt dieses HFAS, das ist effektiv Teil der Routensuche. Also man kann jetzt Routen suchen und er sagt einem, wie voll der Zug auf diesem Teilabschnitt ist. Das ist jetzt halt durch das Feedback von deren internen Programm gelaufen. Ist für mich anstrengender zu benutzen, weil vorher konnte ich sagen, gib mir die Auslastung für Zug 512 und die habe ich bekommen. Jetzt muss ich sagen, wie komme ich von Hamburg Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof zu dieser Zeit und dann ist es halt, weil ich weiß, dass dann dieser Zug abfährt, ist halt das erste Ergebnis mein Zug und dann muss ich nachgucken. Das ist viel aufwendiger und so wirklich genau ist es immer noch nicht. Also mein Zug hierhin war angeblich sehr voll. Ich habe durchgehend einen Platz neben mir gehabt, da saß dann meine Tasche. Der Rest vom Wagen war auch so. Naja, aber das ist ja auch also tatsächlich kein triviales Problem. Immerhin versuchen sie es und sie scheinen ja bemüht zu sein. Das. Mal gucken, wie das noch wird. Naja, was ist das denn jetzt als Fazit? Naja, ja, sie haben Open Data. Nice try. Bitte weiter. Aber also wirklich produktive Dinge kann man damit halt nicht machen. Also entweder rennt man ins Rate Limit, man ist noch langsamer als der DB-Navigator, was schon ein Achievement ist, der halt einfach nicht langsam ist, weil die APIs langsam sind. Die sind echt schnell, die können was. Aber der DB-Navigator, was auch immer der damit tut, also ich weiß das, ganz oft fragt er eine API an und bekommt HTML zurück, dass der rendert. Noch besser, er zeigt eine HTML-Seite an, diese HTML-Seite ruft die Wagenreihungs-API und diese Seite hat dann JavaScript, um diese anzuzeigen. Also diese Wagenreihungsanzeige ist eine HTML-Seite. Die kann man auch so einfach aufrufen, wenn man will. Und das haben sie bei mehreren. Also so diese Departure-Tables sind auch so. Naja. So. Da bin ich jetzt recht schnell durch. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch Platz für eine oder zwei Fragen. Vielleicht noch drei Fragen. Wenn jemand im Saal eine Frage hat, dann bitte kurz aufzeigen. Ich komme mit dem Mikro zu euch. Gab es Probleme, dass die Deutsche Bahn aktiv versucht hat zu verhindern, dass es so alternative Seiten gibt? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe auch Aussagen von ein paar DB-Mitarbeitern, wenn es mal Probleme gibt, meld dich mal. ich bin da relativ sicher, solange ich halt, also ich weiß, was sie zum Beispiel nicht mögen, diese Mgate-API für HFAS, die braucht Krypto. Das ist trivial. Der Algorithmus ist auch auf dem GitHub, aber der statische Key, der da rauskriegt, wenn du den in dein GitHub packst, dann melden sie sich wohl. Das haben schon einige Leute gesehen, aber wenn du einfach diesen statischen Key jedes Mal beim ersten Startup deiner Application neu berechnest, das ist okay. Okay, noch weitere Fragen da hinten? Ja, hi. Wenn wir gerade schon bei irgendwelchen inoffiziellen Quellen für Bahndaten sind und gerade auch irgendwie bei Wagenreihungen und Typen von ICEs und sowas, es gibt ja auch noch dieses Grana.de Fernbahn, diese lustigen PDFs, die auch irgendwie alle möglichen Informationen über Züge haben. Weißt du, wo diese Sachen herstammen?
die findest du ganz offiziell auf bahn.de. Also die Informationen, wie ein Zug aussieht, findest du auf bahn.de. Die Wagenreihungen sind, soweit ich weiß, tatsächlich digitalisierte Versionen von analogen Dingen. Teile von seinen Daten sind tatsächlich Analogdaten, die er digitalisiert. Die PDFs, so wie sie aussehen, hat die Bahn die wahrscheinlich irgendwo. Sind aber auch nur Plandaten, also helfen in Realität nicht so wirklich. Okay, ich sehe keine Fragen mehr im Publikum. Dann vielen Dank an Marudor für deinen Talk über Bahn-APIs. Thank you.